Der Begriff Political Correctness oder deutsch politische Korrektheit taucht in den 1980er Jahren in den USA auf. Kalifornische Studierende forderten, dass nicht nur Lehrbücher toter weißer europäischer Männer verwendet werden sollten, sondern auch zeitgenössische Werke und die von weiblichen Autorinnen. Später wurde der Begriff auch immer häufiger außerhalb der Unis verwendet. Mit politisch korrektem Benehmen und mit politisch korrekter Sprache sollten Handlungen und Ausdrücke vermieden werden, die andere Menschen, besonders Minderheiten, herabsetzen oder beleidigen können. Heute steht politische Korrektheit oder PC vor allem für die Verwendung einer Sprache, die niemanden diskriminiert. Zum Beispiel bei Bezeichnungen, die für Menschen aus anderen Ethnien verletzend sind. Statt Eskimo etwa politisch korrekt, Inuit, weil das Volk sich selber so nennt. Oder schwarzer Deutscher statt Neger, ein Wort, das als rassistisch abwertend bzw. als Schimpfwort gilt. Auch bei Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sollen feinfühligere Begriffe wie Menschen mit Behinderung statt Behinderte oder Förderschüler statt Lernbehinderte dafür sorgen, dass sich Menschen nicht gekränkt oder